Ich bin die Sekretärin, / Empfangsdame und begrüße die Leute. Bin der erste Eindruck vom Büro und hoffe, das mache ich gut. Wenn der Sandro nicht da ist, ich bin quasi wie Chef. Also ich erledige sehr viele Aufgaben, weil ich habe in Georgien Jura studiert, also ich habe einen Magistertitel. In Österreich wird das nicht ganz anerkannt, aber habe ich. Also ich bin ja mehr so die für die Zahlen, ne? Passt da unterm Strich immer der Umsatz, das ist so meine Aufgabe hier. Also Wohnungen an den Mann bringen, das bin ich nicht. Nee. Also. Sag mal so, ich bin so das männliche Mädchen für alles. Und wenn irgendwo Not am Mann oder an der Frau ist, dann kann man nachhelfen. Und dafür bin ich da. In der wenigen Zeit, die ich habe, wenn ich jetzt nicht gerade einen Kaffee mache oder die Fehler von anderen ausbessere, den Scheißdrucker repariere, dann darf ich die Zeit nutzen und mir die Kunden, die niemand haben will, zu meinen Projekten machen. Also die Kunden, die niemand haben will, nehme ich dann und schaue, wie ich was verkaufen kann. Und zweimal hat es hingehört. Und man muss auch mit dem wenigen, was man hat, das meiste daraus machen. Und ich will mir da einfach beweisen und ich nehme jedes Krümel an Chance und mache einen Kuchen daraus. Das ist das Lager vom Immoguru Büro und kein Abstellkammerl. Und ich habe mir das ausgesucht, damit ich hier arbeiten kann. Effizient und mit einer vernünftigen Umgebung. Man strampelt sich ab, man kämpft, man probiert, man vermietet, dann wieder nicht, dann verkauft man, dann lernt man wieder extreme Idioten kennen, aber schlussendlich sind dann wieder sehr schöne Momente dabei. Wenn man dann die anderen Leute ansieht, die machen auch einen guten Job, ich will da gar nichts sagen, aber man muss ihnen immer ein bisschen in den Arsch treten. Und ich mache das wirklich gerne. Das ist so mein Job im Büro. Wenn es wirklich darauf ankommt, dass man dorthin fahren muss, wo ich die Kaltakquise übernommen habe und ein Kunde sich für das Projekt interessiert, aber ich stehe dann auf der Liste. Der Lukas ist ein sehr eigener Typ von Mensch, sage ich mal so. Ja, der Lukas ist der Lukas. Man muss ihn einfach kennenlernen, glaube ich. Vielleicht habe ich noch zu wenig mit ihm kommuniziert. Vielleicht kann man gar nicht mehr mit ihm kommunizieren. Aber im Prinzip, denke ich, ist er ein ganz guter Kerl von innen heraus. Ja, also ich wurde von dem Lukas eigentlich gewarnt, aber wie ich den dann kennengelernt habe, habe ich mir gedacht, das ja, ist schon ein bisschen... Ja, also ich sag mal, das ist wahrscheinlich auch günstig, dass der nicht jetzt hier mit uns allen zusammensitzt. Ich glaube, da käme der gar nicht gut mit rechts zurecht. Das ist ein bisschen so ein Eigenbrödler-Typ so, ne? Der kann ganz gut, wenn er da alleine in seinem Hinterbüro da sitzt irgendwie... Hat da, glaube ich, auch gar nicht, also ich war da noch nie drin, muss ich ganz ehrlich sagen, ich war da noch nie drin in dem Büro. Wir telefonieren dann eigentlich immer, wenn wir mal irgendwas... Abseits der Firma gibt es einige Angelegenheiten, die Sandro immer wieder in die Firma mit hineinnimmt, die Gott sei Dank mich nicht wirklich tangieren, bin ich sehr froh darüber. Jedes Mal, wenn er mich versucht hat mit hineinziehen, verstehe ich es nicht. Ein bisschen sehr eigen... Ja, sagen wir so, mit Leuten kann er nicht, wenn es wirklich ums Soziale geht. Aber am Telefon ist es eine Granate. Das muss dazu sagen, dass ich mir die Freiheit nehmen möchte, manche Fragen zu passen, beziehungsweise, dass, wenn es stimmt, dann sage ich das schon. Aber... Ja, stimmt. Die Kreuzfahrt war eine Idee, das ist mir mal eingefallen im Gym. Ich habe mir gedacht, wie kann man junge Leute motivieren? Und dann bin ich drauf gekommen, warum nicht eine Kreuzfahrt? Ich sage ja immer, es ist so, wenn man ein Telefon kriegt oder einen Geldbetrag, man ist kurz motiviert. Bei einer Kreuzfahrt, du bist sofort
fokussiert, du freust dich schon, du bist schon in den Gedanken, wie wird es sein auf dem Schiff, am Meer, Cocktails schlürfen. Und das ist schlichtweg genial, eine geniale Idee gewesen von mir, weil, sind wir uns ehrlich, innerhalb von einem Quartal haben sich die Umsatzzahlen mehr als verdoppelt. Der Lukas, unser Telefonist, verkauft am laufenden Band durchs Telefon. Das muss man sich mal vorstellen. Der Sandro ist, ich muss leider zugestehen, wirklich gut darin, Immobilien zu verkaufen. Ich möchte mich jetzt nicht runterschrauben, aber dieses Jahr hoffe ich dann doch auf die Kreuzfahrt. Ja, man sieht eh, bei der Kreuzfahrtenliste ist er weit vorne und ich drücke ihm da sehr die Daumen, dass er das natürlich schafft. Ich wünsche ihm die Kreuzfahrt, ich wünsche ihm eine schöne Zeit. Er ist auch ein toller Mensch. Verliebt ist er, ja gut, aber waren wir das nicht alle einmal verliebt? Der hat halt in der Sophia seinen Schwarm gefunden, ja gut. Ist ja doch so, er will halt immer sein wie der Chef und ja, mit den Mädels läuft es bei ihm jetzt nicht so rund. Jetzt hat halt ja, die Sophia, ja, ist ein liebes Mädel auf jeden Fall, keine Frage, nur Spannungen, was heißt Spannungen, die gibt es in jedem Büro, die gibt es in jeder Firma. Ich glaube, der Haufen ist gut drauf und ist eine runde Sache. Sophia, ja, sie ist sehr nett. Ja, sie ist sehr nett und auch kommt sehr sympathisch rüber, auch bei Kunden und so. Ja, zwischen uns, zwischen jetzt als Kollegen und so, ich weiß es nicht. Also sie ist zwar nett zu mir, aber ich finde sie sehr sympathisch. Ja, der Tom, stimmt, der ist ja lieb, nett, offen. Vielleicht viel mehr fällt mir eigentlich auch nicht dazu ein, muss ich sagen. Ich denke, dass die Vereinbarung von Privatleben und Arbeit nur wenigen Menschen gut gelingt. Bei Sandro habe ich Gefühle. Ne, mich wundert es ja, dass so viel wie der Typ immer drum schnackselt, dass da überhaupt irgendwas zum Haken kommt. Also so enthusiastisch wie er ist, seine Wohnungen anzubringen, so appetitreich, sag ich mal, ist seine Libido. Also der, keine Ahnung, wie er das macht, wie er überhaupt zeitlich dazu kommt. Irgendwie schleppt er dann immer irgendwelche Mädels daher und es hängt dann irgendwie immer an uns, dass wir Schluss machen für ihn. Das Erste, was ich gelernt habe als Immobilienmakler, man muss alles nehmen. Man kann nicht sagen, okay, ich nehme jetzt nur die Luxuswohnungen, ich nehme jetzt nur die Bauträgerwohnungen. Nein. Das ist normal, das gehört zum unser Alltag, weil der Sandro immer so ist. Ja, ist eigentlich lustig, dass jemand, der Immobilienmakler sein will, selber so viel Pech hat mit den Wohnungen. Also in der ersten Wohnung, die ich mal in Wien gekauft habe, war am ersten Tag nach Unterschreiben des Mietvertrags ein Rohrbruch. Und dann bin ich umgezogen. Ja, also muss schon auch ein bisschen was passieren so im Leben, ne? Also jetzt hier nur so die Zahlen, das ist es dann auch nicht. Aber sonst. Im Erdgeschoss sind vom Keller durch die Erdl die Ratten rauf. Dann bin ich wieder umgezogen. Also ich würde auch behaupten, dass ich ganz schön dicke Eier in der Hose habe. Ich würde sogar fast so weit gehen zu sagen, ich geile mich ein wenig daran auf, andere Leute zurechtzuweisen. Wenn jemand dasteht und stottert oder sich nicht traut, aus sich herauszukommen, ist das genau mein Stichwort. Dann gehe ich hin und sage denen einmal, was Sache ist und wo der Haken hängt. Und ich freue mich innerlich einfach darüber. Ich mache das einfach gern. Dann eine Wohnung, die okay war, wo ich dann hingezogen bin. Drinnen war dann draußen eine Bar, wo ab 2 in der Nacht aufgemacht wird. Und das ist eine Lokalität für spezielle Vorlieben im Liebesakt. Und das sahen relativ laut. Ja, und da kriegst du halt irgendwann mal Albträume, wenn sie die da draußen zusammenpeitschen. Ich sehe mich in 5 Jahren in dem Betrieb, ja. Bin jetzt in einer 20 Quadratmeter Wohnung als Übergang und
10 Quadratmeter davon ist eine Abstellkammer, das ist ein bisschen verwirrend von der Architektur. Ich schlafe quasi in der Badwanne mit dem Heisel als Polster.